Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 58, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Kommunalwahl ist klarer Denkzettel für Schwarz-Grün. Drucksache 19/3202. Und erster Redner ist Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst einmal sagen, dass sicherlich allen Kollegen es heute nicht ganz einfach fällt, nach dem Tod von Günter Schork heute zur Tagesordnung überzugehen. Ich will auch noch einmal ausdrücklich sagen, dass dieser Verlust für dieses Parlament schon ein erheblicher ist. Und noch einmal auf meiner Sicht mein herzliches Beileid an die Kollegen der Union und an die Familie von Günter Schork. Fällt mir heute nicht ganz einfach, muss das auch sagen. Ich habe auch vorhin mit verschiedenen Kollegen diskutiert. Aber die Plenardebatte geht weiter. Und das, was wir heute hier zum Thema gemacht haben, sind die Ergebnisse des am Sonntag vorliegenden oder seit Sonntag vorliegenden Kommunalwahl. Das, was wir in Hessen erlebt haben und nach den Ankündigungen des Ministerpräsidenten, auch das, was Kollege Klose für die GRÜNEN gesagt hat bei dem Thema, was man erwartet, kann man schon sagen, es gibt auf jeden Fall zwischen den Erwartungen und den Ergebnissen einen großen Unterschied. Ich will ausdrücklich sagen, dass das aus unserer Sicht nicht ganz an der Landesregierung vorbeigehen kann, auch wenn sie mit viel Mut und Werf auch der Ministerpräsident versucht hat zu sagen, das hat erst einmal nichts mit Landespolitik zu tun. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass Sie es sich mit dieser Analyse etwas zu einfach machen. Schwarz-Grün, die Liebe von CDU und GRÜNEN, hat ja Vorläufe. Eine Liebe beginnt ja irgendwo und irgendwann. Und wo ist sie und wo hat sie begonnen? Ja, nicht erst im Energiegipfel und beim Runden Tisch in der Verhandlungskommission von Tarek Al-Wazir und Lucia Puttrich. Nein, es gab Vorläufer auf kommunaler Ebene. Ob das in Frankfurt die große Liebe auf kommunaler Ebene war, ob das in der Bergstraße war, früher einmal in Kassel, aber auch in Darmstadt, meine Damen und Herren, wo ja nicht Schwarz-Grün, sondern Grün-Schwarz regiert. Das waren die Vorboten dieser intensiven Liebe. Und wenn man sich jetzt einmal die Landkarte der politischen Verhältnisse anschaut, kann man sagen, dass diese Grundlage eigentlich komplett weggefallen ist. Denn die Wähler haben sich an vielen Stellen insgesamt gegen die Regierungsparteien hier im Landtag gestellt. Aber diese Bündnisse auf jeden Fall wird es so nicht mehr geben. Und deshalb, glaube ich, darf man schon die Frage stellen, ist es auch die Landespolitik gewesen, die in diesem Bereich möglicherweise Auswirkungen auf die kommunale Ebene hatte? Oder war es nur die Bundespolitik, wie uns einige Kollegen hier weismachen wollen? Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir deshalb bei dieser Frage schon die Landespolitik mit in den Blick nehmen müssen. Und wer den Politologen Michael Stoiber gesehen hat, der am Sonntagabend beim Hessischen Rundfunk die Sendung mit begleitet hat, der hat klar festgestellt, dass es auch in der grünen Wählerschaft massive Unzufriedenheit mit der Landespolitik gibt, weil die GRÜNEN nicht an vielen Stellen nämlich das gemacht haben, was sie vorher versprochen haben. Und so genau ist es auch auf der schwarzen Seite, dass dort eben Unzufriedenheit besteht. Ich glaube, das ist nicht überraschend, dass das so ist, meine Damen und Herren. Ich will zum Zweiten sagen, dass wir natürlich Sonderereignisse hatten. Vor 5 Jahren war Fukushima aus Sicht der GRÜNEN eine normale Situation, die nicht den Rückenwind produziert hat. Ich glaube, wir wussten damals schon, dass Fukushima ein Teil des Ergebnisses von den GRÜNEN war. Die GRÜNEN haben sich deshalb aufgrund des nicht mehr vorliegenden Sonderereignisses wieder relativiert. Ich glaube aber auch, meine Damen und Herren, dass das Thema AfD nicht nur, Frau Kollege Beer hat das für unsere Fraktion klar gesagt, aber nicht nur bei der Frage, was ist die AfD, konzentriert werden darf, sondern auch bei der Frage, was sind das eigentlich für Wähler, die die AfD gewählt haben? Und wer sich da mal sehr aufmerksam die Wählerwanderung anschaut, der stellt fest, dass in absoluten Zahlen die Wähler von der CDU, von den Sozialdemokraten, auch von Freien Demokraten und anderen Parteien zur AfD gewechselt sind. Und deshalb, ich sage mal hier, lassen Sie uns alle vorsichtig sein, dass wir mit allem Werf kritisch mit der AfD umgehen und uns mit denen auseinandersetzen. Da sind wir uns alle einig. Aber man sollte bei den Wählern vorsichtig sein, sie sofort zu diskreditieren und in eine bestimmte Ecke zu stellen, meine Damen und Herren. Da machen wir es uns zu einfach, wenn wir diesen Weg gehen würden. Deshalb, das AfD-Thema, Herr Ministerpräsident, ist ein landespolitisches Thema, weil wir natürlich die Verstärkung der AfD auch dadurch bekommen haben, dass die Kanzlerin mit ihrem Flüchtling, mit ihrer Flüchtlingspolitik bei vielen Menschen kein Verständnis erreicht hat. Und jetzt sage ich mal, der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, der in der Partei der Partner und der Vertreter der Bundeskanzlerin ist, ist dann natürlich eine der mächtigsten Personen in Deutschland, was die politische Arbeit angeht. Und klar darf man die Frage stellen, ob es nicht auch ihre Aufgabe gewesen wäre, den Unmut,
den wir doch alle gespürt haben. Es ist doch nicht so gewesen, als ob wir nicht gespürt haben vor Ort, dass es massiven Unmut aufgrund der aktuellen Situation gibt, diesen Unmut zu kanalisieren und Angela Merkel zu einer Veränderung ihrer Flüchtlingspolitik zu bewegen, meine Damen und Herren. Diese Frage darf man schon stellen. Und ich will das anfügen, das trifft auch die Sozialdemokraten. Die Vorschläge vom Kollegen Gabriel kommen doch nicht von ungefähr, dass er ein Sozialpaket für Deutschland fordert, weil er gemerkt hat, dass diese Flüchtlingspolitik auch in den Kreisen der sozialdemokratischen Wähler zu massiven, sage ich mal, Verwirrungen geführt hat. Und insofern ist das auch ein Thema, was auch die Sozialdemokraten betrifft. Lassen Sie mich abschließend sagen, wir haben natürlich gesehen, dass es auch Sondereignisse gab. Und Herr Bouffier, die Windkraftpolitik dieser Landesregierung hat auch an vielen Stellen auf kommunaler Ebene dazu geführt, dass Regierungsbeteiligungen der CDU abgewählt worden sind. Auch die Schulpolitik in Frankfurt. Aber gerade wenn man sich das Windkraftthema anschaut, auch wie viel, ja, Herr Stephan, Sie sind ja der Kollege Rentsch, dafür. Sie hatten schon einen guten Ansatz. Sie müssen ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Stephan, Sie sind ja lebende Beweis dafür, wozu Windkraft führen kann. Und ich meine, fehlende Mehrheiten in der Frage, sollten dieser Landesregierung zu denken geben. Mein Petitum ist, machen Sie es sich heute nicht zu einfach zu sagen, das hat alles nichts mit uns zu tun. Ihre Politik in der Schulpolitik, im Bereich der Flüchtlingspolitik oder auch im Bereich der Windkraftpolitik hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass Sie auch abgestraft worden sind. Machen Sie es sich heute hier nicht so einfach. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Rentsch, eigentlich haben Sie heute das gemacht, was ich nach dem Sonntag erwartet habe. Ich gebe zu, ich verstehe es nicht so ganz, weil ich seit vielen Jahren und viele außer mir beobachten können, dass die FDP nach Wahlen, die denn mal ein bisschen besser gelaufen sind für die FDP, als man das vielleicht vorher erwarten konnte, aber in dem Fall konnte man das ja sogar erwarten, häufig sich nicht erspart, in eine gewisse Euphorie zu verfallen. Ich will ausdrücklich sagen, es gehört zu einer Demokratie dazu, lieber Kollege Greilich, dass man anerkennt, wenn jemand ein ordentliches Wahlergebnis hat. Aber ich bin sehr bei dem, was Kollege Rentsch gesagt hat. Man sollte schon genau hinschauen, wo es denn herkommt. Herr Kollege Rentsch, was mir bei Ihnen auffällt, ist, dass Sie, ich glaube, bundesweit der Einzige sind oder Ihre Fraktion, die einen Zusammenhang sehen zwischen diesem Kommunalwahlergebnis und der Landespolitik in Hessen. Denn diejenigen, die sich mit der Frage ernsthaft beschäftigen, Herr Kollege Rentsch, machen ja das, was Sie dann auch in Ihrer Rede selbst getan haben. Sie beschäftigen sich mit der Frage beispielsweise, warum denn die AfD so abgeschnitten hat. Und da bin ich durchaus bei denen, die Kritik üben. Das hat der Ministerpräsident und Landesvorsitzende am Montag sehr klar gesagt. Wir sind unzufrieden mit diesem Ergebnis, logischerweise. Aber wir sind natürlich auch unzufrieden mit dem, was da in Berlin passiert, ohne dass wir nur auf Berlin zeigen. Aber man wird ja wohl mal sagen dürfen, dass man unzufrieden ist mit einer einigen Bundesregierung, die aus drei Parteien besteht, wo hin und wieder der Wähler das Gefühl haben kann, dass die jedenfalls nicht mit einer Stimme sprechen. Häufig leider das Gegenteil tun. Und insofern glaube ich, sollten wir mal darüber reden, und das werden wir sicherlich noch an vielen Stellen tun, was denn das eigentliche Problem ist. Und übrigens, die Interpretation und Analyse teile ich auch nicht. Es geht weniger um die Frage der Politik der Bundeskanzlerin, sondern eben um das Stimmenwirrwarr, das ich gerade angesprochen habe. Das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem, das im Moment viele demokratische Parteien haben. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Ihre Bundesgeneralsekretärin, die geschätzte Frau Kollegin Beer, selbst davon spricht, dass die FDP eine Protestpartei ist, eine positive Protestpartei. Ich will das nicht weglassen. Eine Protestpartei ist und steht nach meiner Auffassung dafür, dass man sie wählt, weil man mit anderem unzufrieden ist. Dann schreiben Sie selbst von Denkzettelwahl. Aber eine Protestpartei hat noch ein ganz anderes Problem. Sie wird nicht wegen ihrer Inhalte gewählt. Und das, finde ich, sollte Sie denn sehr nachdenklich stimmen, wenn Sie zum selbst zu dieser Erkenntnis kommen. Und wenn Sie es denn doch an Hessen festmachen wollen, ja, wir reden jederzeit, auch heute gerne, über die Landespolitik. Ich bin nach wie vor überzeugt, lieber Herr Kollege Rentsch. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die CDU und Grüne Koalition hier in Wiesbaden eine erfolgreiche Arbeit macht, weitermachen wird und am Ende damit auch mit einem guten Schuss Optimismus Ende 2018 vor die Wählerinnen und Wähler treten kann. Denn ich glaube, es gibt keinen Denkzettel dafür, dass wir uns, nehmen wir die Kommunalwahl und die Kommunen noch einmal, so engagiert haben für die Kommunen mit einem kommunalen Finanzausgleich in historischem Höchststand,
mit 1 Milliarde zusätzlichen Investitionsvolumen für die Kommunen, mit einem Schutzschirm von 3,2 Milliarden, der dazu geführt hat, dass die hessischen Kommunen in Summe fast schuldenfrei sind, im Sinne von keine Neuverschuldung. Ich kenne niemanden, auch nicht in der FDP, der einen Denkzettel dafür erwartet, dass diese Landesregierung sich um den Straßenbau kümmert, wie wir es über viele Jahre nicht gemacht haben und wie wir es heute machen, notwendigerweise machen, indem wir 500 Landesstraßen wieder auf Vordermann bringen in einem Projekt über die nächsten 3 Jahre. Ich kenne überhaupt keinen, der sich darüber beschwert. Und ich kenne, Herr Kollege Rentsch, auch niemanden, der sich beispielsweise bei einem der wichtigsten, dem wichtigsten Infrastrukturvorhaben, dem Ausbau des Frankfurter Flughafens, so aufstellt, wie wir es machen. Ich kenne keinen, der uns dafür einen Denkzettel gibt, dass wir diesen Flughafen weiterentwickeln, aber dass wir gleichrangig Ziele sehen und formulieren, die den Menschen wichtig sind, indem wir uns von morgens bis abends um die Reduzierung von Fluglärm kümmern. Und ich kenne auch keinen Menschen, der auch nur im Entferntesten darüber nachdenkt, einen Denkzettel zu verpassen für eine Umwelt- und Landwirtschaftspolitik, in dem die zuständige Ministerin sich mit der Frage beschäftigt, wie kriegen wir es denn hin, dass wir auch aus den Entwicklungen in unserer Gesellschaft, Stichwort Niedersachsen, lernen und uns um kleine, dezentrale Strukturen in der Landwirtschaft kümmern, um ökologischen Anbau kümmern, ohne das eine gegen das andere auszuspielen? Ich kenne niemanden, der uns dafür auch nur annähernd einen Denkzettel geben wird. Und wir haben gestern über Schule gesprochen. Auch dafür gibt es keinen Denkzettel, 105% Lehrerversorgung. Wir haben in der letzten Plenarsitzung über innere Sicherheit gesprochen. Auch dafür gibt es keinen Denkzettel. Wenn dieser Innenminister und die Innenpolitik bei einer Aufklärungsquote sind, die wir in diesem Land noch nie gehabt haben, wir haben fast bayerische Verhältnisse. Und, Kollegen, abschließend. Ich kenne auch keinen, der uns einen Denkzettel dafür verpassen will, dass wir 70 Millionen € in sozialpolitisch dringend notwendige Dinge investieren, von der Sprachförderung für Kinder, dass wir uns um Langzeitarbeitslose kümmern, um die Integration von schwerbehinderten Menschen in den Arbeitsmarkt, dass wir uns um all diese Dinge gleichermaßen kümmern und dabei immer noch auf dem Pfad der Konsolidierung des hessischen Landeshaushalts sind. Lieber Herr Kollege Rentsch, dafür gibt es keinen Denkzettel. Dafür gibt es bei der nächsten Wahl auch ein ordentliches Ergebnis für diese Koalition. Da können Sie ganz sicher sein. Ich will. Das habe ich als Schlussempfehlung. Kollege Boddenberg, ich habe das als Schluss empfunden. Ihre Redezeit ist schon einiges überschritten. Kollege Boddenberg, bitte. Kollege Boddenberg, Ihre Redezeit ist schon mehr als eine Minute überschritten. Also ich bin hier relativ großzügig bei allen Kolleginnen und Kollegen, aber dann muss ich auch erwarten können, dass irgendwann die Rede beendet wird. Als Nächster spricht Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Ergebnis der Kommunalwahlen am Sonntag in Hessen verweist darauf, was uns bei den 3 Landtagswahlen jetzt am kommenden Sonntag droht, nämlich ein weiterer Rechtsruck in diesem Land. Bei einer Wahlbeteiligung von sage und schreibe 48% triumphierten landesweit Rassisten, Rechtspopulisten und Wirtschaftsliberale. Die AfD ist zweistellig drittstärkste Kraft geworden. Die FDP, AfD Leid, Frau Beer hat mich noch einmal animiert, über das Leid nachzudenken, ist mit 6% wieder dabei. Die Kommentierung des Wahldebakels fallen entsprechend dünn aus. Es ist zu befürchten, und die Aktuelle Stunde der FDP spricht dafür, dass es jetzt eine strategische Orientierung zur Stärkung der Rechtsentwicklung in unserem Land geben soll. Darüber ist zu reden, auch über die Verharmlosung des rechten Terrors gegen Geflüchtete und Einrichtungen für diese Menschen muss gesprochen werden. Warum allerdings ausgerechnet die hessische CDU und ihr Generalsekretär – tut mir leid, an Ihrem Geburtstag Sie zu erwähnen, Herr Pentz – sind besorgt,
der Protest gehe auf Kosten der etablierten Parteien in Richtung AfD. Das verwundert mich doch sehr. Schließlich haben hessische Christdemokraten in der Tradition der Stahlheim-Fraktion der CDU die AfD maßgeblich mitgeprägt. Ich sehe einen fließenden Übergang von Hessens CDU-Politikern in die AfD. Führende Wegbereiter der AfD sind etwa der ehemalige von Dräger geförderte und dem ehemaligen Vorstandsmitglied im Kreis Fulda angehörende Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann gewesen, der wegen antisemitischer Äußerungen bei einer Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2003 bereits zurücktreten musste, und die früheren Frankfurter CDU-Dezernenten Horst Hemzahl und Albrecht Glaser. Ich komme noch drauf, Herr Bellino. Doch auch andere haben wenig zur Aufklärung beigetragen, z.B., dass die AfD alles andere als eine Partei der kleinen Leute ist, sondern vielmehr beabsichtigt, den Mindestlohn abzuschaffen und Arme wie Superreiche gleichermaßen mit 25% zu besteuern. Es fehlt an einer offensiven Auseinandersetzung mit den kruden sozialen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen von Pegida und Co. Dies möglicherweise auch deshalb, weil andere Parteien sich auch unbequemen Fragen zum eigenen Konzept sozialer Gerechtigkeit hätten stellen müssen. Es fehlten viele beim offensiven Kampf gegen die rechte Gefahr. Vieles haben die Wähler den regierenden Politikern nicht durchgehen lassen. Die ungerechte Sozial- und Wohnungspolitik, die Mängel in der Bildungs- und Schulpolitik, die ständigen Polizeieinsätze zu Pegida- und Faschistendemonstrationen und nicht zuletzt das unwidersprochene Hinnehmen einer skandalösen Flüchtlingspolitik in Zelten und Massenquartieren. Integration sieht für uns aber anders aus. Wir wollen die geflüchteten Menschen zu Kolleginnen und Kollegen und Mitgestaltern der Zukunft in den Städten und Gemeinden machen. Es geht also nicht nur um Deutschkurse. DIE LINKE wird sich nicht in die Parlamente zurückziehen, sondern weiterhin entsprechend unseres Kommunalwahlplakates, ich will es noch einmal zitieren, Flüchtlingen helfen, Kriege beenden, Rassisten stoppen, aktiv bleiben. Das machen wir auch beim diesjährigen Ostermarsch, der 35 Jahre regelmäßig jetzt stattgefunden hat, der unter dem Motto Fluchtursachen beseitigen, Menschenrechte durchsetzen, zu Ostern in Frankfurt, aber auch in Bruchköbel, Wiesbaden, Kassel, Fulda, Gießen und Marburg stattfinden wird. Wir wollen das Menschenrecht auf Freizügigkeit durchsetzen und nationalistische Bestrebungen verhindern. Statt mit immer neuem Militär- und Rüstungsexport die Flucht zur einzigen Alternative in weitere Teile der Welt zu tragen, muss endlich mit der Politik der Militarisierung nach innen und außen Schluss gemacht werden. Dass in viele kommunale Parlamente rechtspopulistische und faschistische Abgeordnete einziehen werden, macht uns betroffen. Wir fordern die anderen demokratischen Parteien auf, das Spiel mit rechtspopulistischen Parolen einzustellen. Sie nützen nur den Rechten. Als einzige Partei haben wir in der Frage des Asylrechts und der Unterstützung von Flüchtlingen nicht laviert, sondern klar Position bezogen. Das haben die Wählerinnen und Wähler in diesem polarisierten Wahlkampf honoriert. Dafür sind wir dankbar. Wir wollen, dass Flüchtlinge in ganz Hessen menschenwürdig und dezentral wohnen können und unbürokratische Hilfe für ihre gesellschaftliche Integration erhalten. Flüchtlinge und Menschen mit geringen Einkommen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Hier im Land muss der Kampf der Armen gegeneinander gestoppt. Kollege van Ooyen, Ihre Redezeit ist zu Ende. Und wieder eine gesellschaftliche Perspektive für einen Politikwechsel im Sinne von Freiheit, Gleichheit und Solidarität angepackt werden. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit gegen Reaktion und Rassismus bleibt unsere Aufgabe. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn diese Aktuelle Stunde der FDP eines zeigt, dann das: gute Wahlergebnisse tun der FDP nicht gut. Weil kaum hat sie bei einer Wahl mal zugelegt, kaum hat sie bei einer Wahl mal die 5% einigermaßen hinter sich gelassen,
Da ist es wieder die alte, unsympathische, auftrumpfende, vor Kraft nicht laufen könnende FDP, die vor zwei Jahren zu Recht aus dem Deutschen Bundestag gewählt wurde. Ich weiß nicht, Herr Kollege Rentsch, ob es angemessen ist, nach einer Kommunalwahl sich gar nicht anzuschauen, was die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, sich gar nicht anzuschauen, was die eigentlichen Ergebnisse dieser Wahl sind, sondern eine Wahlentscheidung von Bürgerinnen und Bürgern einfach zum Anlass zu nehmen, den Quatsch, den man immer erzählt, dann mit dem Wahlergebnis zu begründen, meine Damen und Herren. Angesichts dieses Wahlergebnisses mit einer nach wie vor schwachen Wahlbeteiligung von nur 48 und mit dem Erstarken der AfD, glaube ich, täte es uns gut, mit Demut an dieses Wahlergebnis zu gehen, dieses Wahlergebnis zu analysieren, daraus Schlüsse zu ziehen. Aber, Herr Kollege Rentsch, bitte nicht die alten Platten einfach abzuspielen und dafür die Wählerinnen und Wähler zu instrumentalisieren. Wir müssen uns viel fragen aufgrund dieses Wahlergebnisses. Wie können wir Wahlbeteiligung wieder höher gestalten? Wie können wir die Rechten, die jetzt in die Kommunalparlamente eintreten, stellen? Und wie können wir dafür sorgen, dass dieser Spuk möglichst schnell wieder zu Ende ist? Aber dieses Wahlergebnis sagt nun wirklich überhaupt nichts über die hessische Landespolitik aus, meine Damen und Herren. Also, Herr Kollege Rentsch, wenn Sie über dieses Wahlergebnis reden wollen, dann ernsthaft, dann gibt es einige Debatten, die wir führen wollen und führen müssen. Und wenn Sie über Landespolitik reden wollen, Herr Kollege Rentsch, dann sehr gerne. Zu dieser Debatte sind wir jederzeit bereit. Wir reden gerne mit Ihnen darüber, wie sich Hessen in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, seit die FDP nicht mehr dabei ist in der Landesregierung. Hessen hat sich nämlich sehr gut entwickelt, meine Damen und Herren. Wir reden sehr gerne mit Ihnen, Herr Kollege Rentsch, wer die besseren Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit hat. Da sprechen wir sehr gerne mit Ihnen darüber. Und da fangen wir genau in der Energiepolitik an, Herr Kollege Rentsch. Wir wollen eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Wir setzen auf das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Und von der FDP wissen wir bis heute nicht, wo der Strom eigentlich herkommen soll. Diese Antwort sind Sie bis heute schuldig geblieben, Herr Kollege Rentsch. Wir reden gerne mit Ihnen, Herr Kollege Rentsch, über die andere Sozialpolitik, die seit zwei Jahren in Hessen gemacht wird. Darüber, dass wir jetzt ein verlässliches Sozialbudget haben mit 70 Millionen €, das Menschen in schwierigen Lebenssituationen hilft. Wir reden gerne mit Ihnen darüber, dass wir seit zwei Jahren endlich die Antidiskriminierungsstelle auf den Weg gebracht haben, wo Sie nichts hingekriegt haben, obwohl Sie einen Integrationsminister gestellt haben, Herr Kollege Rentsch. Darüber reden wir sehr gerne mit Ihnen, und vielen Dank, dass wir da auch die Gelegenheit zu haben heute Morgen. Wir reden gerne mit Ihnen darüber, wer in der Verkehrspolitik denn eigentlich die richtigen Antworten gibt, ob das so weitergehen kann mit den verkehrspolitischen Ansätzen der FDP aus dem letzten Jahrhundert, oder ob es nicht richtig ist, dass wir neben dem Schwerpunkt im Straßenbau jetzt auch endlich uns um öffentlichen Personennahverkehr kümmern und, Herr Kollege Rentsch, ich weiß, dass Sie es aufregt, wir uns auch um Radverkehr kümmern und auch um Fußgänger kümmern, weil wir im Gegensatz zu Ihnen verstanden haben, dass für die Mobilität in unseren Städten und Gemeinden das ganz entscheidend ist. Und weil Sie das nicht kapiert haben, ist es gut, dass es seit zwei Jahren eine andere Politik gibt in Hessen. Wir sprechen gerne mit Ihnen, Herr Kollege Rentsch, über den Unterschied in der Hochschulpolitik zwischen der Legislaturperiode, wo Sie dabei waren und wo die Hochschulpräsidenten Sturm gelaufen sind, und der Hochschulpolitik, die heute Boris Rhein macht, wo die Hochschulpräsidenten sagen, das ist in Ordnung, das ist eine Perspektive für unsere Hochschule, so wollen wir das gestalten. Diese Landesregierung tut. Diese Landesregierung tut Hessen gut und der FDP nicht, und das freut mich, meine Damen und Herren. Und, Herr Kollege Rentsch, wir reden gerne über die Flüchtlingspolitik mit Ihnen.
Und da fordere ich Sie wirklich auf, Ihrem Phrasengedresche hier endlich einmal konkrete Vorschläge folgen zu lassen. Was ist denn Ihr Vorschlag, es anders zu machen? Was ist Herr Kollege Wagner, auch Sie müssen bitte zu Ende kommen. Letzten zwei Sätze. Was ist Ihr Vorschlag, es anders zu machen als die Frau Bundeskanzlerin? Was ist Ihr Vorschlag, es anders zu machen als diese Landesregierung? Wir machen es doch ganz ordentlich, und wir lassen es nicht zu, dass Sie Ihr Süppchen darauf kochen, Herr Kollege Rentsch. Insofern danke, dass wir Gelegenheit hatten, den Unterschied zwischen Ihrer Regierungsbeteiligung und der heutigen Regierung darzustellen. Als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ganz sicherlich ist es so, dass wenn die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und CDU ein deutlich besseres Ergebnis erlebt hätten bei der Kommunalwahl, wir heute eine Aktuelle Stunde auf Antrag einer ihrer beiden Fraktionen erlebt hätten, dass das alles super ist. Und insofern verwundert es nicht, dass andere Fraktionen das anders machen. Ich will dennoch nicht der Versuchung erliegen, in dieses Konzert einzutreten, sondern ein paar andere Bemerkungen zu machen. Ich glaube, dass drei Parteien in diesem Landtag, nämlich Christdemokraten, Sozialdemokraten und Bündnis 90 die Grünen, nicht zufrieden sein können mit dem Ergebnis dieser Kommunalwahl. Hessische Grüne minus 7%, Hessische Union minus 5%, Hessische Sozialdemokratie minus 3%. Man muss fairerweise sagen, dass dieses keine Ergebnisse sind, die weder die Union noch die Sozialdemokraten noch die Grünen glücklich machen können. Andere in diesem Haus und andere darüber hinaus können das sicherlich für sich völlig anders sehen. Der Erklärungsansatz der letzten Tage, Berlin sei daran schuld, ist ganz sicherlich in wesentlichen Teilen auch richtig. Dazu gehört allerdings auch klar zu sagen, dass nicht Berlin schuld ist, sondern die permanenten Fouls aus der Bayerischen Staatskanzlei von Herrn Seehofer oder aber auch von Frau Klöckner, die permanent die politische Grundlinie der Bundeskanzlerin und der Großen Koalition in Berlin infrage stellen. Genauso richtig ist aber auch, dass eine Reduzierung auf das Berliner Situation falsch wäre. Es würde nämlich nicht erklären, warum z.B. die Sozialdemokratie in meinem Wahlkreis in einem Ort deutlich Überdurchschnitt verloren hat, und das, obwohl es dort noch keine Flüchtlingseinrichtung gibt. Es gibt ganz offensichtlich Ergebnisse, in denen kommunale Ereignisse eine große Rolle spielen. Und genauso klar ist, dass ein Ergebnis von minus 16, noch was für Schwarz-Grün in Frankfurt ganz sicherlich nicht alleine begründbar ist mit einer bundespolitischen Situation, wie sie ist. Und deswegen will ich darauf hinweisen, es gibt kommunale Ereignisse, die sehr wohl Einfluss auf dieses Ergebnis hatten. Sonst wäre es nämlich nicht anders erklärt. Darmstadt ist ein weiteres Beispiel. Ich könnte noch viele andere nehmen. Sondern die kommunale Seite spielt eine Rolle, genauso wie das Land. Weil wollen wir doch einmal ehrlich sein, diese beiden Fraktionen haben vor der Kommunalwahl mehr oder weniger teilweise hinter verschlossener Hand, teilweise davor, erklärt, Sie machen jetzt den schwarz-grünen Durchmarsch auf der kommunalen Ebene. Und dieses strategische Ziel haben zumindest wesentliche Teile vor Ort verpasst. Für mich stellt sich die Lage wie folgt dar. Dieses Wahlergebnis ist zu einem guten Teil ein Protest, auch ein Protestergebnis, Kollege Matthias Wagner, ein Protestergebnis nicht gegen die etablierten Parteien, weil dann wären FDP und LINKE mit betroffen gewesen, sondern Protest gegen die regierenden Parteien. Und ich glaube, dass das ziemlich nah an dem ist, was es dort auch an Wählerspektrum auch der AfD gibt. Und dort gibt es einen Teil, den man nur mit konkreten Fragen beantworten kann. Bei Wohnen, bei Arbeit, bei Bildung, bei Gerechtigkeit und der Vermittlung, dass wir in der Tat eine schwierige innenpolitische und europäische und globale Lage irgendwie in den Griff kriegen. Weil das ist doch ein großer Vorbehalt von vielen nach dem Motto, habt ihr das dann noch irgendwie im Griff?
Ich glaube, dass wir viel dazu gemeinsam getan haben, auch hier. Wir haben im letzten Sommer darüber geredet, wie wir das hinkriegen, und haben dann auch vieles auf den Weg gebracht. Aber natürlich hinterfragen das viele, ob das, was da an großen Aufgaben vorn steht, wirklich angemessen gelöst wird. Und diesen Protest, den werden wir auch in Zukunft nur mit konkreter Politik beantworten können und nicht mit Schlagzeilen. Es gilt aber zweitens auch, klar zu sagen, es gibt einen Teil, der macht Stimmung gegen jede Form von Parteien. Das fängt übrigens bei Wählergruppen an. Da baut sich ein Klima auf, wo wenig Problemlösung dahinter steht, das mir in der Tat ein kleines bisschen Sorgen macht, genauso wie der fremdenfeindliche Teil, über den wir vorhin, sage ich mal, in meiner Sicht in einer etwas unangemessenen Art und Weise diskutiert haben. Aber der fremdenfeindliche Punkt spielt auch eine Rolle. Ich will zwei letzte kurze Bemerkungen machen, weil die Zeit abgelaufen ist. Erstens. Ich glaube, dass ein Landesproblem schon ist für die kommunale Seite, dass viele unserer Ehrenamtlichen, und zwar aus allen Bereichen, in den letzten Jahren vor Ort vor allem Mangel verwaltet haben, Gebührenerhöhungen durchsetzen mussten und erklären mussten, was alles nicht mehr funktioniert. Und dieser Verlust an Gestaltungs- und Teilhabemöglichkeiten hat die Attraktivität der kommunalen Seite auch verschlechtert. Und das wird uns fordern. Letzte Bemerkung, Herr Greilich. Letzte Bemerkung. Es gibt allerdings auch Teile, die mir Hoffnung machen. Weil jenseits davon, dass die AfD so stark abgeschnitten hat, sollten wir zumindest, die wir uns hier im Parlament einig sind, eines auch laut und deutlich sagen. 80% derer, die zur Wahl gegangen sind, haben sich bei dieser Wahl für einen Kurs der praktischen Humanität ausgesprochen. Und das gibt mir persönlich Hoffnung für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Es spricht für die Landesregierung Herr Ministerpräsident Bouffier. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bewertung von Wahlen ist zunächst einmal Sache der einzelnen Parteien. Aber ich will eine kurze Bemerkung hinzufügen. Was ist das Wichtigste, was uns gelingen muss? Das Wichtigste, was uns gelingen muss, ist, diese Gesellschaft beieinander zu halten. Diejenigen, die mir heute besonders wichtig sind, das sind die, die auch und gerade bei dieser Kommunalwahl sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt haben, die unglaublich viel gelaufen sind, unglaublich viel gekämpft haben und die dann zur Kenntnis nehmen mussten, dass über die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht wählen gegangen ist, die teilweise bittere Enttäuschungen erlebt haben, das gilt für die meisten hier in den Parteien, und die für unseren demokratischen Staat so wichtig sind. Den gesellschaftlichen Zusammenhang und Zusammenhalt, den werden wir am Ende nicht im Deutschen Bundestag, nicht im Hessischen Landtag und mit Verlaub auch nicht in irgendwelchen Talkshows haben, sondern das sind die Menschen, die vor Ort bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, das tun neben der Familie, neben ihren Berufen und das häufig über viele Jahre weg. Deshalb möchte ich heute ganz bewusst mich bei all denen bedanken, die Bereitschaft gezeigt haben, für die öffentlichen Dinge, für die Gemeinschaft ehrenamtlich sich einzusetzen. Und das ist mir eine wichtige Botschaft, meine Damen und Herren. Zum Zweiten. Kollege Boddenberg hat das Notwendige dazu gesagt, was die Verlockung angeht, Wahlen jeweils aus dem jeweiligen Blickwinkel zu interpretieren. Dass wir nicht zufrieden sein können, steht auf der Hand. Sie, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, haben sich mit der Bayerischen Staatsregierung beschäftigt. Ich könnte Ihnen jetzt seitenweise vorlesen, was der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland alles losgelassen hat, Herr Gabriel. Das fand ich auch nicht immer hilfreich, Bemerkungen aus Kuba über den Umgang mit Straffälligen, die dann hier nicht auf deutsche Steuerzahlerkosten im Strafvollzug durchgefüttert werden sollen. Das sind auch Bemerkungen, die hätte er sich lieber erspart. Wir werden Zuversicht und das verloren gegangene Vertrauen beachtlicher Kreise der Menschen in dem Maße wiedergewinnen, wie wir ihnen die Zuversicht und Gewissheit vermitteln, dass wir in der Lage sind, große Probleme auch angemessen zu lösen. Das ist das Entscheidende. Sie, Herr Kollege Rentsch, haben mich in meiner Funktion als stellvertretender Bundesvorsitzender der Union angesprochen. Ich habe mir das notiert. Warum haben Sie, also ich, Frau
Kanzlerin Merkel nicht zur Umkehr ihres Kurses bewegen. Kollege Wagner hat Sie gefragt, was meinen Sie eigentlich? Was ist Ihr Vorschlag? Wir leiden doch alle gemeinsam darunter, dass es so schwierig ist, diese Herausforderungen nicht nur zu beschreiben, sondern auch angemessene Antworten zu geben. Es gibt in diesem Land Ergebnisse, die lassen einen erschüttern. Und Sie können in den heutigen Zeitungen ja mal nachlesen, wenn Sie nach Dietzenbach gucken, wo auch immer, wo die Leute gefragt haben, wie kann das eigentlich sein? Und das geht querbeet. Und deshalb möchte ich ganz gerne die Gelegenheit wahrnehmen, dass das keine Abstimmung über Landespolitik ist, bestreitet auch ernsthaft niemand. Dass wir aber natürlich auch unseren jeweiligen parteipolitischen Vorteil versuchen, deutlich zu machen. Das ist in Ordnung. Aber am Ende werden diejenigen nicht triumphieren dürfen, die für die Gemeinschaft in der Sache nichts zu bieten haben, die jetzt viel Protest gesammelt haben. Und wenn wir es unklug machen, dann hauen die Etablierten wechselweise wegen Millimetervorteile aufeinander ein, und das Publikum ist angewidert. Das, was wir zu tun haben, ist, diese Spitzenstellung dieses Landes weiter auszubauen, deutlich jeweils unser Profil zu beschreiben, aber nicht die kleinste Münze jeweils an diesem Tag zu hauen. Es werden auch wieder andere Wahlen kommen. Und deshalb werbe ich dafür, wir sind in einer schwierigen Lage. Das weiß doch jeder. Viele Menschen machen sich Sorgen, wohin geht das Land. Da gibt es Menschen, die sind sehr sortiert, die schreiben mir, warum unternehmen Sie nichts, dass ich mich im eigenen Lande auch wieder heimisch fühlen kann. Ich versuche fast jeden Brief zu beantworten. Das ist bei der Menge nicht immer möglich. Ich lese sie mir genau durch, auch die Hintergründe. Und deshalb müssen wir ernst nehmen, dass viele Menschen verunsichert sind. Die Wahrheit ist aber auch, 13, 14, 15% ist schlimm. Aber 85% wählen anders. Und noch besser wäre es, es würden mehr als knapp 50% überhaupt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Diese Diskussion werden wir an anderer Stelle auch noch einmal führen. Aber, meine Damen und Herren, wir haben keinen Anlass, diese Leistungen, die wechselweise erbracht wurden, kleinzureden. Wir haben allen Anlass, durchaus mit Stolz, auch auf die Leistungen derer zu blicken, die politische Verantwortung übernehmen, in unterschiedlicher Reihe. Und manches, was wir heute beklagen, hat auch damit zu tun, dass seit etlichen Jahren eine Verächtlichungsmachung des Politischen stattfindet. Allemal Herr Ministerpräsident, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Okay. Schauen Sie, es gibt eine Kultsendung, die Heute-Show. Die mag man für witzig halten. Wenn politische Verantwortungsträger, egal von welcher Seite, grundsätzlich als Deppen dargestellt werden, dass es keinerlei Grenze der Erniedrigung mehr gibt. Jeder, der das einmal selbst erlebt hat, der ist doch fassungslos, was die Familien dieser Leute erleiden müssen. Dass wir dann gelegentlich eine sehr vordergründige Debatte führen über Politverdruss, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und deshalb sollten wir, wenn wir schon darüber reden, vielleicht Gelegenheit nehmen, das alte Motto, in der Sache tapfer, im Umgang moderat. Das bedeutet nicht weniger Profil, aber vielleicht mehr Gemeinsamkeit für eine Gesellschaft, die diese Gemeinschaft braucht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Gemäß § 32 Absatz 7 der Geschäftsordnung hat sich die Redezeit der Fraktionen um 1:30 verlängert. Aufgrund der in Anspruch genommenen Redezeit, ich sehe allerdings keine Wortmeldung. Damit ist die Aktuelle Stunde abgehalten.